Die drei Typen von Menschen, die du im Leben finden und behalten solltest. Drei für alle Fälle. Jeder Mensch, den wir treffen, erfüllt eine Aufgabe für uns. Diese ist uns nicht immer klar. Manchmal dauert es Jahre und Jahrzehnte, bis wir uns dessen bewusst sind. Fast könnte man es als pädagogischen Auftrag bezeichnen, was jeder dieser Menschen für unser Vorwärtskommen leistet. Manche bringen uns tatsächlich weiter und beflügeln uns. Wieder andere zeigen uns unsere Schwachstellen auf und wollen uns bremsen. Einige sind Lebensmenschen, die unsere Seele komplettieren und unser Herz höher schlagen lassen. Wieder andere fügen uns den größtmöglichen Schmerz zu, aus dem wir letztendlich aber gestärkt hervorgehen. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast drei ganz besondere Typen von Menschen vorstellen, die du vielleicht schon in deinem Leben begrüßen darfst. Falls nicht, halte Augen und Ohren offen. Es wird sich lohnen. Nummer 1. Dein Beschützer. Diese Person kann von realer oder metaphysischer Natur sein. Familienmitglieder, Lehrer, Mentoren und andere Menschen kommen für diese wichtige Aufgabe ebenso in Frage wie Engel, Gott oder historische Persönlichkeiten wie Gandhi oder Mutter Teresa. Allen gemeinsam ist jedoch, dass ihr guter Einfluss auf uns sich wie ein schützender Mantel anfühlt. Diese Gewissheit zieht sich durch unser Leben hindurch wie ein wundervoller roter Faden, der Rettungsleine und Sicherungsseil zu gleichen Teilen ist. Wer immer für dich da war, dich mit seinen Worten beruhigt und inspiriert hat und dir ein Weltbild vermitteln konnte, mit dem du nun jeden deiner Tage bestmöglich gestalten kannst, ist dein Beschützer. Frauen wie Männer erfüllen diese Rolle. Sie müssen nicht mehr am Leben sein, um dir mit ihrem Rat und ihrem Beistand zu helfen. Du kannst ihre Anwesenheit immer dann spüren, wenn du sie brauchst. Wenn du Glück hast, gibt es gleich mehrere solcher Menschen oder Lichtgestalten, auf die du bauen kannst. Manche Menschen bekommen für jeden Lebensabschnitt einen neuen Mentor oder Coach zur Seite gestellt. Ist dir ein solcher Luxus nicht vergönnt, kannst du mit Hilfe zur Selbsthilfe punkten. Such dir eine Wissensquelle, die deinen aktuellen Bedürfnissen entgegenkommt. Supervision, Mentoring oder klassische Lebensberatung stehen genau für solche Zwecke zur Verfügung. Was den Menschen des Beschützers betrifft, so gibt es nichts, was es nicht gibt. Jedes Bild und jede Vorstellung, jeder konkrete Mitmensch und jede historische oder imaginäre Persönlichkeit sind gut geeignet dafür. Wer auch immer dir durch dein Leben hilft, in guten und in schlechten Zeiten, ist aus einem bestimmten Grund mit von der Partie. Ein richtig oder falsch gibt es nicht, solange es sich für dich richtig anfühlt und dir den rechten Weg weist. Nummer 2. Dein Seelenverwandter. Sie oder er trägt das passende Gegenstück zu deiner Seele im Inneren. Lebenslang sehnen wir uns nach diesem einen Menschen. Manchmal treffen wir sie oder ihn, manchmal muss eine Lebensschleife ohne ein Wiedersehen auskommen. Die Seelenverträge, die wir gegenseitig abgeschlossen haben, kennen weder Zeit noch Raum. Du wirst deinen Seelenverwandten aber weder verpassen noch vergraulen können. Sie oder er ist der Deckel zu deinem Topf, Irrtum ausgeschlossen. Du wirst es wissen ab dem ersten Moment eures Kennenlernens. Und du wirst es mit allen Sinnen spüren können. Wir träumen natürlich von der romantischen Liebe, wenn wir an unsere bessere Hälfte in Sachen Seelenvereinigung denken. Allerdings lohnt sich hier etwas mehr Weitblick. Seelenmenschen können auch die beste Freundin oder der beste Freund sein. Unsere Eltern, Großeltern und Geschwister eignen sich ebenfalls perfekt dafür. Nirgends steht geschrieben, dass Seelenverwandtschaft sich ausschließlich auf romantische, leidenschaftliche und monogame Beziehungen beschränken muss. Schau dich einmal um in deinem Leben. Gibt es vielleicht schon so einen besonderen Menschen, der dir mit jedem Satz aus der Seele spricht und dich ohne Worte versteht? Jemand, der dich nie verurteilt und immer unterstützt? Vielleicht hast du deinen Seelenmenschen schon gefunden. Kannst ihn nur nicht erkennen. Aber möglicherweise wartet dieses Erlebnis der überirdischen Art auch noch irgendwo da draußen auf dich. Bereit sein ist alles. Die Buddhisten sind überzeugt davon, dass wir unseren Seelenmenschen dann getroffen haben, wenn Ruhe und innerer Frieden uns erfüllen.
Menschen, die unsere Pulsfrequenz in ungeahnte Höhen schnellen lassen und uns Herzrasen verursachen und weiche Knie, sind nicht das, was wir einen Seelenmenschen nennen. Auch komplizierte Liebesgeschichten, aufsehenerregende Flirts und amoröse Wackelkontakte kannst du getrost von der Liste streichen. Eine echte Seelenverbindung wird dir alles geben und nichts von dir verlangen. Sie ist leicht und einfach gestrickt und wird sich immer als Bereicherung, aber niemals als Belastung zeigen. Nummer 3. Dein Spiegel. Dieser Persönlichkeitstyp ist wahrscheinlich der ungewöhnlichste und interessanteste dieser drei speziellen Lebensmenschen. Du wirst ihn wahrscheinlich schon öfter in deinem Leben getroffen haben und diese Treffen haben dir ziemlich sicher nicht gefallen. Der Spiegel hält uns unser wahres Ich vor Augen. Sie oder er sagt uns Dinge auf den Kopf zu, die leider wahr, nichtsdestotrotz aber extrem unangenehm sind. Diese Menschen wollen uns nicht bewusst schaden oder beleidigen. Manchmal fungieren unsere ältesten und besten Freunde als Feedbacklieferanten, auch wenn diese undankbare Aufgabe sicher nicht immer einfach ist. Oft geschieht es auch, dass uns völlig fremde, ungeschönte Wahrheiten ins Gesicht sagen, was uns besonders echauffiert und verärgert. Wie kommen diese Personen überhaupt dazu, sich diese Freiheiten herauszunehmen? Ganz einfach. Es ist ihr Schicksal und ihre Bestimmung, uns mit nackten Tatsachen zu konfrontieren. Unsere Aufgabe ist es dann, uns damit auseinanderzusetzen. Sei nicht überrascht, wenn Kinder oder Betrunkene dir hier über den Weg laufen und dich mit ungeschönten Fakten konfrontieren. Beide Gruppen sagen, das lehrt uns schon der Volksmund bekanntlich die Wahrheit. Es ist nur natürlich, dass du dich betroffen und blamiert fühlst. Dann aber frag dich, steckt nicht vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit dahinter? Warum um alles in der Welt sollte jemand uns sonst so derart konfrontieren, wenn die Argumente haltlos sind? Das Universum greift gerne zu solchen Kunstgriffen, wenn wir vom Kurs abgekommen sind und uns zu verlieren drohen. Manchmal bemerken wir gar nicht, dass wir uns verändern. Die Spiegelmenschen treten dann auf den Plan als eine Art kosmisches Korrektiv. Jede ihrer Wortspenden wird uns treffen. Doch das müssen sie, weil sie sonst ihre Wirkung verfehlten. Für Ego-Pflege und Streicheleinheiten mit Samthandschuhen sind andere Leute zuständig. Die Spiegel nehmen ihre Aufgabe vielleicht gar nicht bewusst wahr, aber sie nehmen sie sehr ernst. Unser heutiges Fazit: Alle guten Menschen sind drei. Was Lebensmenschen ausmacht, wissen wir oft erst, wenn wir sie gehen lassen mussten. Sie sind unser Gewissen, unser Korrektiv und unsere innere Stimme. Manche kommen, um zu bleiben. Manche sollen uns einfach nur den Kopf zurechtrücken oder unsere Belastbarkeit stärken. Betrachte dein Leben ruhig einmal von der Perspektive eines Außenstehenden. Kannst du diese drei Typen irgendwo wiedererkennen? Wer dich gut gerät, deine Seele komplettiert und manchmal auf die Palme bringt, ist nicht aus purem Zufall Gast in deiner Welt. Jeder Mensch, ausnahmslos jeder, den wir treffen, hat eine Aufgabe zu erfüllen, die uns betrifft. Achte auf die Worte, die jeden Tag an dich herangetragen werden. Sobald sie etwas in dir auslösen und dir nicht mehr aus dem Kopf gehen, spricht nicht nur ein Mensch zu dir. Es ist vielleicht das Schicksal oder gar das Universum höchst selbst, das so deine ungeteilte Aufmerksamkeit fordert. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben,